zusammen, hallo Freunde. Ich habe hier einen Rahmen von IKEA, der ziemlich hoch ist. Und den möchte ich mit Harz bearbeiten, und zwar ein paar Harzschichten. Ich habe hier getrocknete Blumen. Die habe ich jetzt von Thomas Philips, auch recht günstig. Die möchte ich dann dort mit einsetzen. So, jetzt müssen wir erst noch was vorbereiten, weil ich habe hier einen Holzuntergrund. Gefällt mir natürlich nicht so toll. Darum drehen wir das mal um. Machen den mal raus. Ihr könnt es auch hier sehen. Passepartout war ich auch dabei, braucht man nicht. 20 auf 25 cm. So. Machen wir das mal auf. Und zwar dieses hier werde ich bearbeiten. Hier haben wir eigentlich noch ein Plexiglas. Was ich wahrscheinlich auch drauf lassen werde dann. So, was dieser Rahmen speziell hat, hier noch einen Innenrahmen, damit quasi ja ein bisschen eine Perspektive für das Bild entsteht. Den werde ich auch drin lassen, weil sonst passt das alles unten drunter nicht mehr. Okay, dann lege ich das mal zur Seite. Ich habe mal dahin und bereite jetzt erstmal diesen Untergrund vor. Bin noch immer überlegen, ob ich eine kleine Landschaft mit so einem Wasserlauf mache oder einfach nur. Das mache ich aber gleich. Jetzt bereite ich mir erstmal die Farben vor. Ich nehme da ganz normale Acrylfarben. Und dann bis gleich. Ich habe jetzt hier ein paar Talogrün, ein Gelbgrün, ein Türkisblau und hier noch ein Graphit. Muss mal schauen, was ich vielleicht noch für Farbe nehme. Fangen wir erstmal an. Denke ich mal, den Wasserlauf werde ich jetzt doch machen. Gar nicht so breit machen. Dient ja nur ein bisschen als Untergrund. So. Nehmen wir jetzt mal das Gelbgrün, einfach für die Ränder.
Also hier geht es jetzt auch nicht um Feinzeichnen, sondern einfach nur, dass wir einen Untergrund haben, der noch dazu passt. So. Mischen wir jetzt das Patalo-Grün. Kann ruhig ein bisschen vermischt sein mit dem Gelbgrün. Bisschen Gras. Also soll aussehen wie Gras. Tupft das hier praktisch richtig. Obere Spitze etwas gelbgrün. Also ihr seht eigentlich nichts Besonderes, nur so. Ich werde nochmal das Blau ein bisschen nachstreichen fürs Wasser. Normalerweise erst trocknen lassen, ne, dass er nicht wieder ins Gelb reinkommt, aber ich finde das gar nicht so schlimm jetzt bei diesem Bild. So. Jetzt schaue ich mal, da habe ich noch einen kleinen Pinsel. Gehe jetzt mit dem Graphit. Soll jetzt auch kein echtes naturgetreues Bild sein. Mach mir aber da. Ein paar Stellen. Wie so Steine.
Und das ist halt metallic, das schimmert nachher im Harz ein bisschen. Okay, ich denke, das reicht als Hintergrund. Wie gesagt, Hauptsache, dass wir was haben. Ich fühle das jetzt mal trocken. Dann können wir es eigentlich fast schon einsetzen. Dann bis gleich. So, jetzt müsste das trocken sein. Schaut wirklich, dass es trocken ist. Und sowas solltet ihr verhindern. Dass er nicht drunter streicht, kann man dann aber noch sauber machen. Okay, ist hinten. Passt. So wie das trocken ist. Sieht nicht ganz so aus. Sicher ist sicher. So, war mit vorne. Rahmen hinten. Wie gesagt, dieser Rahmen hier lassen wir drin. Ich habe mich jetzt entschlossen, dieses Plexiglas nicht drüber zu machen, weil es kann immer passieren, dass dann der Harz runterläuft. Und dann haben wir Flecken. So, wir setzen das jetzt mal ein. Und das putzen wir nachher noch, wenn es fertig ist. Jetzt müsst ihr schauen, dass ihr das hier dicht bekommt, weil es sollte kein Harz herunterlaufen. Gut. Ihr könnt Silikon nehmen, ich nehme immer Heißkleber. Also ich habe da so eine kleine Heißklebepistole. Sollte auch nicht tropfen. Und machen wir das jetzt alles dicht. Damit es nicht Hier haben wir natürlich auch viel Abstand bei diesem Bild. Das ist nicht ganz so toll. Also zwischen diesen zwei Leisten. So. Bei den meisten Bildern liegt das alles etwas, ups, muss ich noch mal eins nehmen, enger an und dadurch habt ihr auch eine bessere Möglichkeit, das abzudichten, beziehungsweise ihr braucht nicht so viel vom Heißkleber. So. Denke mal, alles dicht soweit. Ups.
Gut, fertig. Arbeitet einfach sauber, sauberer wie ich. Mach's es euch zum Zeigen, vor allem auch hier, da müsst ihr nicht so viel wieder sauber machen. Ihr könnt noch diese Sicherheitsstifte alle wieder reindrücken. Dann passt das auch. Okay, sieht es dann so aus. Habe jetzt hier schon mal aufgemacht, diese Packungen. Ihr habt da große, kleine Blumen. Schauen wir mal, wie wir da was reinlegen. Aber die platzen schon auseinander. Mache ich aber nachher. Ich werde jetzt erstmal eine Schicht Harz anrühren. Dann kann man da ein paar schon mal reinlegen von diesen Blumen, Blüten, was auch immer. Und die kann man dann ins Harz reindrücken, weil ich mache erst eine ganz dünne Schicht, die erste Schicht. Und falls man irgendwas fixieren möchte noch, kann man das auch, wie gesagt, mit Heißkleber wieder fixieren an den Ecken oder wie auch immer. Okay, dann lasst uns mal Harz anrühren. Gut, ich nehme das Deckschichtharz, das dünnflüssige Harz. Könnt ihr unten auch in die Beschreibung mal nachlesen. Das ist 100 zu 50. Wird das angemischt. Dann nehme ich erstmal Harz. Ich denke mal 200 Gramm vom Harz. Und dann 100 Gramm vom Härter. Hier ist es etwas kalt, dadurch ist das Harz auch trotzdem dickflüssig. Oder sieht so aus. Ja, ihr solltet normalerweise um die 20 Grad arbeiten. Und auch beim Trocknen ca. 20 Grad lassen. Bei mir ist es etwas kälter, aber gut. So. Sechzig, 170. Zweihundert Gramm. Gut. Immer gleich abwischen am besten. Und dann nehmen wir machen wir auch wieder auf Tare, also auf Nullstellung und geben 100 Gramm Härter dazu. Zack. Jetzt haben wir 300 Gramm Harz mit Härter, das müsste eigentlich reichen für die erste Schicht. Jetzt natürlich kräftig umrühren. Also kräftig heißt, ich sage immer circa 2-3 Minuten rühren. Ihr seht ja, das Harz wird es dick, beziehungsweise nicht dick, sondern milchig. Und dann so lange rühren, bis es wieder klar wird. Weil dann hat sich der Härter mit dem Harz gut vermischt. So. So. Hat natürlich jetzt einiges an Luftblasen, aber was ihr seht, glasklar. War alles zur Seite. Und dann schieben wir unser Bild mal her. Jetzt hoffe ich, dass alles dicht ist. Darum nehme ich aber, wie gesagt, für die erste Schicht auch nicht ganz so viel. Dann sieht man. Okay.
Schaut halt, dass er nichts auf den Rand bekommt. Also vom Rahmen. Dass alles auch schön in die Ecken reinläuft. Es passt aber. Normalerweise als kleiner Tipp nochmal, ihr rührt das hier in einen Becher an, kippt das am besten dann vorher in einen anderen Becher, weil Harz, was sich vielleicht am Rand oder am Boden nicht ganz vermischt hat, ist da nicht so gut, kann dann Schlierer geben. Darum immer nochmal einen separaten Becher und dann erst reinrühren. Auch nicht auskratzen. Das ist gar nicht gut. Okay. So, jetzt nehme ich kurz den Heißluftföhn und entferne mal ein paar Luftblasen. Ups. Sehr schön. So. Jetzt fangen wir einfach mal an, was reinzusetzen. Ja, gar nicht so schön, sehe ich gerade. Aber gut, da ist trotzdem eine schöne große Blume. Setze ich mal so leicht hier rein. Wie gesagt, das wird runterfallen. Wenn ihr es fixieren wollt oder müsst, dann am besten mit Heißkleber. Keine Ahnung, was das sein soll, aber sieht cool aus. Ist nur ohne Stiel, sehe ich gerade. Große Blatt lassen wir mal hier schwimmen. Was gibt es noch? Und das ist ja cool. Sieht aus wie ein Ei. Ziemlich hoch. Reicht das vom Rahmen her, von der Höhe? Kann ich so stehen lassen. Sieht aus wie ein aufgeplatztes von diesem hier. Das sind auch noch so Riechdinger. Parfümiert. Okay. Aber mit dieser ersten Schicht fixieren wir das nur. Und ich denke mal, das reicht schon für die erste Schicht. Müsst natürlich aufpassen, dass er nicht zu hoch kommt.
das reicht doch fast. Aber vielleicht noch. Etwas beschweren. Okay, das reicht für die erste Schicht. Jetzt muss ich das mal wieder aufräumen. Und dann soll ich am besten abdecken, dass nicht so viel Staub reinkommt. Das mache ich dann gleich. Okay, wir lassen das jetzt 24 Stunden trocknen. Dann würde ich sagen, bis nachher.